Herzlich willkommen zurück zu Let's Play RTL Sky Spring. Mein Name ist Gabur. Jawolla, jawolla, jawolla. Ab geht's wieder. Ja, ich freue mich schon. Jo, 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 jo. Müssen wir noch wachsen? Müssen wir wachsen? Müssen wir wachsen? Ja! Müssen wir. Ab geht's. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal irgendwo die Aufnahme heute beenden muss, weil meine Festplatten sollen heute kommen. Ja, 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 Japan, Heels 134 Meter, Rekord 123, Rekordhalter, G-Let's Player. Meine Uhr will mal wieder nicht, ach, das ist doch alles doof hier heute, so, läuft und läuft und läuft, ab geht's. Training, Maus langsamer stellen, so. Ja, viele von euch haben geschrieben, ah, macht doch bitte eine dritte Saison noch und... Ja, oh. Alter Schwede, leckt mich doch am Arsch, was ist das denn jetzt? Ja, Leute, ich habe echt keine Ahnung, was ich wirklich machen soll. Spiele ich noch eine dritte, spiele ich keine dritte, lasse ich sein, ja, ich habe mein neues Spiel in dem Sinne schon getestet. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich, wenn wir das Neue gemacht haben und dann ein anderes Skispringen oder so. Weil das nächste Projekt geht nicht lange. Also das kann ich euch gleich sagen. Es ist zwar ein Sportspiel, aber das wird nicht lange gehen. Ja, ich bin wirklich am Überlegen, was man wirklich macht. Assassin's Creed ist ja auch bald beendet und ich habe vielleicht gedacht, gibt man vielleicht bei und man macht hier den Bundestrainer und dann vielleicht das andere. Ich muss mir das noch überlegen, was ich da wirklich mache. Oh, wir haben es trotzdem geschafft. Ja, dann abnehmen weiterhin. Der Rest geht auch so hoch. Ja, jetzt werden wir so langsam mal etwas dünner hier. 64,10 nur noch. Wettkampf. Nordische Sky WM springen 1 von sie 2. Land Japan 134 Meter, Rekord 123, Rekordhalter G-Let's Player. Jawohl. Sapporo ja das weltberühmte Schneefest mit seinem tollen Schnee. Marcel Leclerc, meine Damen und Herren, ist einer der ganz so. Großen im französischen Skisport. Umso mehr freue ich mich, dass er also heute der Wind bei uns ist wirklich Hallo, absolut der Burner ich freue hier. Mich auch oh, jetzt sehr, runter. Hier zu sein. Hallo, liebe runter, Zuschauer. Schnell. Heute sind wir dabei beim Auftaktspringen der nordischen Ski-WM. Dazu wünschen wir Ihnen, wie auch uns, viel Spaß. Mit diesem Sprung hat er uns weder enttäuscht noch richtig überzeugt, oder Marcel? Spring du mal runter bei dem Wind, du blöder Ochse. Weißt du, der hat doch nicht alle Waffeln am Brennen. Also echt, also... Wir noch mal einen Blick in die ja, keine Ahnung. Vielleicht ich war zum Beispiel auch am Überlegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Übersehen. Dann mache ich halt das neue Projekt, was ich in dem Sinne ja schon geplant habe. Und dann halt RTL Sky Spring 2006 dahinter, wenn ihr das gerne möchtet. Könnt ihr euch ja auch mal zu äußern oder... Ich muss mir das wirklich noch Gedanken machen. Ein paar Springen sind es ja noch und ein paar Videos und... Ich muss mir da wirklich erstmal einen Kopf drum machen und... Wie ich das wirklich alles handhabe. Hab heute Morgen die ganzen Nachrichten von euch nochmal mir durchgelesen und... So wie es bis jetzt wohl aussieht, ist die Mehrheit wirklich dafür. Aber ich sehe es natürlich auch so, wenn ich ganz ehrlich bin... So, die erste es ist ja gar keine Spannung mehr nachher da. Ja, vielleicht diese Saison noch so ein bisschen und die nächste Saison werde ich die Im ganzen Leute einfach Jahrhundert so ja, weghuschen, kann man so auf, sagen. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das erklärt, warum mir das danach ist, ja, einfach nur noch den Leuten wegspringen. Klasse gemacht, super. Ein richtig schöner Absprung. Er hebt ab, als hätte jemand genau im richtigen Moment auf einen Knopf gedrückt. Super. Ja, ich habe auf den Knopf gedrückt und bin gesprungen. Mein Gott, der kann Gedanken lesen, der alte Ochse. Ja, ich muss wirklich schauen. Also ihr macht mich ein bisschen sprachlos jetzt in diesem Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Um nochmal zu ja. Keine Ahnung, ich muss mir das überlegen, wie ich das mache. Es gibt ja noch viele Skispringenspiele, auch alte, die man alles spielen kann. Also das ist ja alles nicht das Ding, aber... Halt spielt man das jetzt halt extra nochmal weiter oder halt nicht, das ist halt noch die Frage, die ich
mir selber stelle zurzeit. Viele Springer gibt es nicht, die ihm den Sieg streitig machen können. Und daher muss ich mir das wirklich überlegen. Und wenn wir überlegen, was ich jetzt hier gerade für Kacksprünge mache, jetzt über Reißen bauen, ich wette mit euch, ich springe trotzdem auf Platz 1. Haben Sie das gesehen? Oh nee, so nicht. Das war die Arschkrampe, perfekt. Da hat er sich den Anzug durchgeschrubbt. Ja, ich muss gucken. Ihr macht mich einfach fertig zurzeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht im Negativen oder so, sondern ihr mit. Schauen wir uns mal die es kann doch nicht sein, dass so viel Zeit dieses RTL Skyspringen so perfekt bei euch ankommt. Ich habe noch nie so eine Erfolgsspur in Let's Plays gehabt, wie jetzt bei diesem Spiel. Und daher, ja, der Spawn sagt genau das Gleiche. Wir sind ein wenig damit, ja, nicht überfordert, aber ein bisschen baff. Drücken wir es mal so aus. Ja, wir sind diesmal nur das Platz 10, weil ich halt gegimpt bin. Auf einen Blick für Sie, Zuschauer. Ja, den nächsten Sprung hauen wir dann richtig rein und dann sind wir da auch noch Platz 1 im Weltcup. Naja, 2,5, Motivation minus 2. Wen interessiert das? Wachsen. Jawohl, weiter geht's. Und Training. Ja, ich muss gucken, wie wir das machen. Mindestens 54 Punkte zusätzlich für deine Telemagnetung verlangen. Jo, kriegst du. Japan, 134 Meter, Rekord 122 von G-Let's Player. Ja. Oder man sollte wirklich vielleicht eine Saison Bundestrainer mal machen. Habe ich noch nie gespielt, kenne ich nicht, was ich da wirklich machen muss. Ich habe keine Ahnung. Also das würde ich komplett blind spielen. Könnt ihr euch ja auch mal zu diesem zu diesem Video drunter schreiben, wenn ihr das gerne möchtet. Aber dann wirklich auch nicht nur immer dieselben Leute schreiben, sondern vielleicht mal mehrere. Es schreiben immer die zwei Altbekannten. Ich möchte keinen Namen sagen, es sind zurzeit auch mehrere, die wirklich schreiben. Aber halt, dass man wirklich mal sieht, ja, soll ich wirklich noch eine Saison Bundestrainer machen? Weil wenn ich weiß nicht, ob ich da selber springen darf, das kann ich euch alles gar nicht erzählen. Ist wirklich so ein Problem, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Bock hätte ich da schon drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal ganz was Neues, was ich selber noch nie gespielt habe, so ein Pech willst du mich verarschen. Ich bin fast Rekord gesprungen. Das war eine Telemark-Landung, oder nicht? Der hat nicht alle Waffen am Brennen, das Spiel. Nein. aber wir haben trotzdem. Nee, wir haben voll zugenommen. Wir waren bei 20,6 und jetzt schon wieder 21,5, weil wir nicht trainiert haben. Also, die Sau wird ganz schön fett wieder. Ja, Wettkampf. Könnt ihr euch ja mal so ein bisschen schreiben, was wir machen sollen, ob wir mal eine Saison Bundestrainer machen sollen. Ist halt mal was Neues und. Ist ja auch ein neuer Reiz dann in dem Sinne. Hallo, nur, dass ich dann halt beigehe und pack das zwar in denselben Ordner, nur, dass ich dann halt dahinter schreibe, Bundestrainer statt Profiliga. Also, ja. Ist mal was anderes, den Kameraden zuzusehen. Vielleicht übernehme ich aber... 1 Weltrangliste, ja klar, wir sind halt die Weltrangliste. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, meine Damen und Herren. Freuen wir uns also auf den letzten... Aber was ich da wirklich machen muss beim Bundestrainer... Hab ich. Das war zu spät. Da naja, ist doch hier ein Quali. An dem er eigentlich abspringen müsste. Ja, richtig, Harry. So. Da nutzt ja, da. Auch die Entschuldigung. Da müsst ihr euch dann zu äußern. Ja, leider. Ob wir da nicht lieber sowas machen, weil ich glaube, die dritte Season wäre wirklich langweilig. Meine Meinung. Lassen Sie uns bei der Wiederholung nochmal ganz genau hinschauen. Genau, die Wiederholung. Jetzt wollen wir aber auch wieder aufs Spiel uns konzentrieren. Und hier nicht rumgimpen. So. Dann sage ich okay. Und weiter geht's. Jawohl. Dann lasse ich halt das andere Projekt, was ich halt geplant habe, dann schmeiße ich das halt nach hinten. Bin gespannt, den Bereich der Bestweite. Und daher ich auch. Ist das gar nicht so schlimm. Also Projekte kann man ja alle nach hinten schmeißen. Das Problem ist, wenn ich jetzt beigehe und eine Saison als Bundestrainer mal starten würde, um zu gucken, was da passiert, was da nicht passiert, dann ist automatisch diese Karriere beendet und das würde bedeuten, ich müsste alles von vorne machen. Und das ist ja das, was wir gar nicht wollen. Da ist ja die Wiederholung. Deswegen bräuchte ich einfach nur ein Feedback. Jau, wir machen Bundestrainer, blub, fertig, Arsch lecken und dann
geht die Post ab, dann spielen wir diese Saison vernünftig beendet und dann gehen wir rein in, als Bundestrainer und dann halt mal sehen, wie es dann läuft. So, wir sind eindeutig Platz 1. Boah, das sieht man echt scheiße diesmal. Aber 20 Punkte Vorsprung. Also, die Leute haben nichts auf der Pfanne, wenn wir ganz ehrlich sind. Und jetzt wollen wir hier mal einen Weltrekord springen. Wir haben in diesem Video noch gar keinen gejumpt und das kann nicht sein. Nicht die Laune verderben. Dieser Anlauf könnte in jedem Lehrvideo gezeigt werden. Klasse Körperhaltung. Oh, jawoll, da ist er, oder? Da ist er. Schnell sieht das aus. 123 Meter. Jawoll, neuer Weitrekord, neue Bestwertung. Mit Ansage, so sollte das sein, wenn ich ganz ehrlich bin. So, und so holen wir Punkte auf, weil hier wird ja die Punkte zusammengezählt. Und ich glaube, damit könnten wir dann sogar wieder Platz 1 sein. Wir geben doch nicht auf hier. Und ich war 1. 1 mit dem Schnee. Haha, habe ich euch verarscht. So, da haben wir jetzt hier mal gerade gut 40 Punkte aufgeholt und schon ist mal wieder Platz 1. Den ersten richtig übelst vergibt und den zweiten richtig Punkte gemacht und schon haben wir den Weltcup hier gewonnen. Nordische Sky WM Platz 1, Glabur, Let's Player, zweiter Albert Lahn. Alan heißt das, glaube ich. Ja. Von USA und SLO ist Slowakei, ne? Ich glaube. Slowenien. Weiß ich gar nicht. Bin ich gerade ein wenig überfragt, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Herzlichen Glückwunsch, durch den ersten Platz im letzten Wettkampf haben sie 15.000 Euro gewonnen. 20.000 Euro haben wir dafür gewonnen und gewinnen 14.000 Erfahrung. Ja. So langsam könnten wir auch mal wieder ein Level up sein, ne? Ein bekannter Millionär, er bezahlt ihnen 8.000. Ja, so sollte das sein. Ich glaube, man kann gar nicht mehr aufwerten, diese Sachen. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Wachsen. Jaha. Und Training, extra Training. Und wir brauchen eine Weite zwischen 87 und 98 Meter. Und zusätzlich wird eine Telemarklandung verlangt. Jawolla, jawolla. Land Finnland, 130 Meter. Rekord 118,5 von G-Let's Player. So. Ja, ich habe heute wieder übelst gute Laune. Es ist Freitag, ich bin fertig mit der Arbeit. Ich mache jetzt nur noch Videos für euch. So ein bisschen so chillen, so abhängen hier. Ein bisschen euch was vom Pferd erzählen. Guck mal, da steht ein Pferd auf der Bahn. Nein, aber ist halt einfach so. Endlich Wochenende. Spannung. Jetzt kommt die Spannung. 97,5. Spannung pur. Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Aber wir gucken uns erst die Zeitlupe an. Ja, ich hoffe mir, dass wenn die neuen Festplatten kommen, dass es dann wirklich die klitzekleinen Ruckler in bestimmten Spielen vorbei sind. Dann werden zwei Black-Editionen im Wait-Verbund gesetzt und dann sollte genug Datenfluss haben. So, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten jetzt 40 Points. Jawohl, wir müssen wieder abnehmen, bis der Arzt kommt. Zack, 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 zack. Ja, 21,5, das sieht man. Einmal kein Training und schon hat man die Arschkarte mit dem Gewicht. Also bin ich ganz ehrlich, komm, den Wettkampf hauen wir dann auch rein. Ich habe auch ein wenig Probleme gerade mit der Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist 9 Uhr morgens. Und was wäre ein Moderator? Ich muss jetzt Gas machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss das aufnehmen hier zu Ende. Dann muss ich Formel 1 Ferrari aufnehmen. Dann muss ich Euro Truck Simulator aufnehmen. Und ich fange gegen 11 Uhr ungefähr erst an hochzuladen. Ja, das Projekt, was abends um 20 Uhr kommt, The Cartel, da haben wir manchmal Probleme, ich und Andi, wenn ich habe halt manchmal Notdienst und muss dann raus, also der Spawn in dem Sinne, und dann kommt halt deswegen manchmal das Video etwas später. Also ich entschuldige mich vielmals dafür. Mich haben ein paar Leute privat angeschrieben, warum das dann immer manchmal später kommt. Ich erkläre das extra in diesem Video, weil das die meisten Leute gucken. Es tut mir wirklich leid dafür.
Aber Arbeit geht halt vor, das muss man halt wirklich sagen. Oh. Oh, das war hier der Nationen-Cup und wir sind nur Platz 4, trotz das war 106. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen hier die Dinge jetzt richtig rausholen. Wer ist das auf jeden Fall weiß, dass mein Bundestrainer spielen kann, will ich hier mal einen kleinen Aufruf machen. Was macht eigentlich ob ich da auch selber springen muss, dann erzählt mir das bitte. Wenn ja, dann werden wir das auf jeden Fall machen. So ein schöner Sprung. Und dann beendet er ihn mit einer so schlechten Leistung. Das ist ja zum Haare raufen. Ja. War er sich da seiner Sache zu sicher? Kann ja sein, aber das ist ja auch gerade das Schwierige, sich in den verschiedenen Phasen Anlauf, Absprung, Flug und Landung hundertprozentig zu konzentrieren. Das ist nicht so leicht, Harry. Und dann kann schon mal so eine Landung herauskommen. Nur dann kann schon mal so eine Landung herauskommen. Hast du mal auf die Weite geguckt, du alter... Ja, genau. Arschkrampe, wollte ich gerade sagen. Ja, auf jeden Fall sind wir noch Zweiter. Ja, wir müssen im ersten... Ja, den ersten kriegen wir diesmal nicht. Aber wir haben das erste Mal, waren wir Erster. Und das zweite Mal, wenn wir jetzt Zweiter sind, könnten wir trotzdem auf dem Ersten stehen. Also wir müssen jetzt alles rausholen, was geht. Alles, Leute. Kommt. Wie fehlendem Wind oder schlechter Sicht hadern, da zeigt er immer noch tolle Sprünge im Vergleich zur Konkurrenz. Komm, Baby, komm. Jawohl. So. Vorbildliche Landung, die ihr hier am Hang zeigt. Telemark, die Skier ganz flach aufgesetzt, nicht verkannt. Neuer Weitenrekord, neue Bestwertung. Und die Zuschauer natürlich auch. Jetzt haben wir denen gerade gezeigt, wo hier der Hammer sitzt. Die Deutschen nur auf Platz 2 hier oder was? Das lohnt sich doch, ja, alten mal genau hinzusehen. Kartenkacker, wenn sie alle in echt wirklich so gut wären, die Deutschen, dann wäre Skyfliegen wieder so geil im Fernsehen. Aber daher beherrschen halt andere Nationen zurzeit das Skispringen. Oder schon ganz lange, besser gesagt, muss man ja wirklich sagen. Sven Hannawald war der Letzte, der richtig erfolgreich war. Schade eigentlich, aber gut. So, 235, einer springt noch und wir sind Zweiter so, vor Russland. Der Entscheidung jetzt noch mal das und wir haben, des heutigen Springens zum Entschuldigung, Nachlesen. Gut 21 Points. Bei den ja, 750. Wir sind wirklich nur Zweiter geworden. Mit ihren Leistungen heute voll und ganz zufrieden sein. Russland, Zweiter, Deutschland, Erste, Russland, Erster, gemacht. Deutschland, Zweiter, Norwegen, auch, Dritter. Ja, schade. Sich aber gut, Hüchmann besser wie gar nichts, würde ich mal sagen. Ja, schade, schade. Glablur, Let's Play. Herzlichen Glückwunsch durch Ihren ersten Platz. Haben wir 15.000 Euro. Ihr Land hat den Nationen-Cup als Zweites beendet. Ja, haha, kannst mal sehen. An was man als Spitzensportler so alles verdient. 5.000 Euro, jawolla. Ja, und ich sage dann, alala, vista, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, RTL Skispringen, weil sich die Leute immer beschweren, dass ich alles falsch ausspreche. Ja, wenn ich so nervös bin wie ein kleines Kind, habe ich drunter geschrieben. Bin ich natürlich auch noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Manchmal läuft das halt dann alles nicht so mit der Aussprache, wie es sein soll. Aber trotzdem entschuldigt mich. Ich entschuldige mich dafür, dass manchmal die Aussprache nicht so hapert. Mein Gott, ey. McFly, denk nach. Ja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Denkt daran, ob wir vielleicht den Bundestrainer machen sollen. Statt eine dritte Saison. Bis dahin, legt euch hin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und schönes Wochenende.